Herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Magica. Und dass ihr uns jetzt hier seht und nicht gegen den krassen Flat, der in der letzten Folge war, habt ihr meinen Fraps zu verdanken, dass dann den ersten Tat, oder dass er den ersten Anfang, den wir gefahren haben, nicht aufgenommen hat. Und das haben wir dann auch erst etwas später gemerkt. Aber trotzdem mit dabei ist natürlich der Lennart. Hi. Und wir gehen jetzt mal hier weiter. Also ihr habt jetzt nichts großartig verpasst. Das habt ihr verpasst, das Blabla von Flat vorher, dann so ein wirklich ein komischer Kampf, der irgendwie Pappela Papp zack zack ging. Das war irgendwie dann nur zweimal draufschießen in taktischer Reihenfolge und dann war er platt. Das ging auch direkt auf den ersten Schritt. Und nun schauen wir mal, was uns hier oben erwartet. Und wenn ich es richtig komme, war das die Dämonenwelt hier. Da blitzt es, okay? Ja, ja. Bei mir auch noch. Okay, kurios. Naja, soll ja egal sein. Also waren wir, ne? Yep. Dann würde ich mal sagen, was haben wir jetzt hier? Grimni wieder, was sollen die Spirenzien? Oh geil, was sollen die Spirenzien? Sind super. So wie bei Harry Potter, oder? ja. Okay, machen wir unsere alte Eis- und Feuertaktik. Wow, was geht denn hier ab? Alter. Alter. Ich will nicht sterben, ich bin... Oh, ich bin runtergefallen und du bist geplatzt. Nein. Da plot da off, eiskalt. Da plot da eiskalt off. So, dann würde ich sagen, machen wir direkt mal nochmal, ne? Ja. Ja. Ach, ich vergesse mal. Ich wollte wieder mit WASD laufen. Hortus. Tja, dann würde ich sagen, hauen wir nochmal drauf, wa? Boom. Ah, es geht immer so schnell. Oh mein Gott, ich habe den Überblick verloren. Ey, ich will nicht feurig sein. Oh, der Lennart ist schon wieder down. Oh, das war knapp. Du brennst, ne? Nur zur Info. Oh, ich bin wieder Feuer und Flamme hier. Nein, 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 ich bin runtergefallen, hol mich wieder. Ich bin tot, 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 ich bin tot. Ich bin tot. Ja, ich bin, du auch. Belebt, aber hä? Das Licht war da, aber du kamst nicht. Das Licht war da, das heilige Licht war da. Das heilige Licht. Tja, Leute, das ist jetzt wieder so typisch Bosskämpferei. Das ist jetzt hier so, was ja unsere große Kunst ja auch ist. Ne, was wir voll drauf haben und so. Bosskämpfe. Mhm. Voll großartig und so. So. Ich mache irgendwie immer die falsche Kombi irgendwie. Oh, das war kurz. Aber er brennt ja, sehr schön. Er brennt sehr schön, lichterloh. Es scheint doch nicht ganz so sein Fall gewesen zu sein. Na gut, dann auf ein neues. Fortus. Können wir uns eigentlich vorher schon irgendwie voll lagern mit Kram? Nee, leider nicht. Sollten wir gleich mal ausprobieren, dass wir, bevor wir da ganz oben sind, auch einfach mal noch ein, ja. Feuer. Wasser. Wirbelsturm. Bitte nicht runterlegen. Was machst du da? Nein, jetzt bin ich runtergerutscht. Oh, wow, 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 wow. Wow! Oh. Nein! Ich. Warum? Ja, die auch rein, die Jungs hier, die beiden Gesellen von ihm. Die Schweinebacke hat auch noch Freunde, das ist voll unfair. Die helfen dir doch nur. Moment, wir wollten uns jetzt mal vorher belagern.
Wir sind zwar etwas langsamer dadurch, aber wenn es denn das bringt, was wir wollen, ist es mich ja, ja. Portus. Dass wir den direkt hier voller Möhre auf die Fresse geben können, ne? Solltet ihr uns recht. Oh, der recht. Hält sich doch eh. Ganz gemütlich. Ja, warum nicht? Ja, soll er sich heilen? Ist mir doch egal. Wir wissen ja nicht mal, wie viele Stufen wir jetzt noch vor uns haben. Und, oh. No. Du stehst nicht so auf Blitz, ne? Nee. Oh. Was? Was geht denn hier ab? Noch. Was geht denn hier ab, Freunde? Das hat also auch nichts gebracht. Ja, ein paar Angriffe machen wir jetzt noch, ne? Also da lassen wir uns jetzt hier nicht lumpen. Weil ob wir jetzt 25.000 Mal sterben oder in den nächsten Folgen 25.000 Mal sterben, das macht dann auch keinen Unterschied mehr. Ne? Deswegen ziehen wir hier mal saftig durch. Gucken einfach mal, was da jetzt so da oben zuckt. Yo, bla bla, Grimnir. Soll ich auch da hinten hinstellen? Nee. Oh, er brennt, das ist schon mal gut, glaube ich. Jetzt haben wir ihn wieder, ich glaube, wir dürfen ihn nicht löschen, auf keinen Fall. Achtung. Ja, das ist geil. Achtung ist gut. Ja, blitz mich mal. Oh, ich hab mich selbst getötet. Hol mich wieder! Ja, so nicht. So nicht. Das ist kacke, wisst ihr? Da sind wir mittendrin, dann machen wir einen anderen Spell, aber man muss unbedingt heilen und wiederbeleben und dann knallen wir irgendwelche anderen Bad Things auf uns. Und ihr seht, ich laufe gerade langsam, weil er immer noch denkt, dass ich lichterloh brenne. Natürlich ein bisschen arschig. So, ich muss mir jetzt endlich mal merken, dass ich S und F benutzen muss für Feuer. Ich war nämlich die ganze Zeit SR für Eis und deswegen ist dann auch wieder nicht so feurig. Ja. Also Feuer steht auf jeden Fall nicht. Ja, Grimnir. Das ist I, lassen wir hier einfach mal weg. So Double. Ja, und der steht auch voll auf Feuer, das wissen wir ja schon. Und dann hauen wir mal ganz kurz da drauf und hoffen, dass er jetzt hier. Ach, Lennart, warum? 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 Guck mal, was der abfuckt danach. Siehst du das? Ich glaube, wir müssen uns dann erstmal gar nicht mehr um den kümmern, solange der brennt. Ach Leute, der hat langweilig, wenn wir alles auf Anhieb schaffen würden. Dann würdet ihr gar nicht unsere erotischen Stimmen hören. Das wäre nach 10 Folgen zu Ende gewesen, das Let's Play. Das wäre auch doof gewesen. Aber ich finde, Magik hat immer noch seinen Charme wie vorher. Also auf keinen Fall irgendwas flöten gegangen. Man hat immer noch tierisch Spaß. Vielleicht irgendwann in ferner Zukunft mal gucken. Magica haut ja momentan auch wieder ein bisschen weit raus. Also Paradox und Arrowhead, die ja da dran sind. So, und jetzt sollten wir erstmal gucken, ob wir ihn nicht einfach mal brennen lassen. Weil, guckt der halt an. So, und jetzt uns einfach erstmal darauf konzentrieren. Wenn wir jetzt wieder Luft haben, genau, noch ein bisschen nachziehen. Und jetzt wieder aufhören, weil wir uns jetzt wieder aufs Abwehren konzentrieren müssen. Ja, mich können sie ruhig. Lass mich. Geh, jetzt renn mir nicht davor. Ach, du rennst mir natürlich davor. Ich bin tot. Hol mich wieder. Oh. Ja, das ist natürlich dann doof, wenn sowas passiert. Ja, ich glaube, mit dem Feuern und dann auf was anderes konzentrieren funktioniert ganz gut. Die Frage, die ich mich gerade stelle, ist, wenn unser Kollege hier pissed off ist, wenn einer runterstürzt, ob das auch dann die Auswirkung hat, dass die anderen beiden verschwinden. Ob man sich dann nicht lieber freiwillig killen sollte. Weißt du, was ich meine? Ja. Vielleicht bringt das ja was. Mal schauen. So, ja. Ich glaube aber, das wird jetzt die vorletzte Runde erstmal sein. Und dann die letzte. Und dann werden wir wirklich Grimnir erstmal in der nächsten Phase versuchen zu killen. Nicht auf die gehen, das bringt nichts.
Geil. Guck mal, was die mir für Power geben. Ah, der kassiert gerade richtig. Lösch dich, lösch dich, lösch dich. Lösch dich. Jetzt kassiert er aber gerade richtig hier. Was macht der denn da? Hallo? Ja! Was der meint? Hallo? Nicht auf mich, nicht auf mich. Das hat schon mal gut geklappt, dann machen wir jetzt einfach nochmal. Würde ich sagen. Oh, krieg ich dich? Ich krieg dich, geil. Und du bist direkt wieder weg? Ja. Nee, da bist du noch. Ich bin tot, Lennart. Ich bin tot, du brennst. Ich bin tot, du brennst. Nein. Oh, leck mich. Du musst... Ja, du musst gucken, dass du nicht dauernd in den Wirbelsturm reinrennst. Schätzelein. Das ist nicht so geil. So, letzte jetzt aber wirklich hier. Jetzt haben wir ihn einmal runterbekommen. Also jetzt habe ich Ambitionen, das zumindest noch einmal zu versuchen. Wir haben also mit dem Feuer eine sehr effektive Waffe gegen ihn. Und dann kommt also Futurus Flat und verarscht uns nochmal. Das finde ich nicht so geil. Ich trinke mal aus unserer Freaky Esports Tasse. Vielleicht bringt das ja Glück. Dass wir vielleicht in dieser Folge hier Grimnir gekillt kriegen. Also ganz wichtig sind die Tasten S, F und Q. Und dann die jeweilige Heiltaste. Oh. Ja. Aus dem Weg gehen bitte. Danke. Oh, ich brenne. Ist natürlich nicht so nice. Ja. Na gut, Leute. Sollte gerade nicht sein. Oh, guck mal, der runtergeht. Oh, guck mal, der runtergeht. Sollen wir noch einen Versuch machen? Ja, probieren nochmal. Ah, kommt, einen machen wir noch, einen machen wir noch. Alle gute Dinge sind ja 300 bei uns. Ist ja fast so ähnlich wie 3. Kann man mal durchgehen lassen. Können wir auch 25.000, 7, 8, 9, 30, 4 mal gerade sein lassen. So. Aber nun für diese Folge wirklich der letzte Versuch. Gegen Grimm, eher. So, Q, löschen, 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 healen und wieder drauf. So. Er hat mich geblitzt. Ja, wichtig ist jetzt gerade eher, dass du dich heilst. Also, Blitz-Feuer-Kombi ist echt Porno, habe ich gerade gemerkt. Gegen ihn. Genau, schön gegen mich, Leute. Ha, ich habe ihn ausgetrickst gerade. Ich habe mir den Teleporter verwendet. Was macht denn der jetzt da? Ach, jetzt kommt das hier. Also Blitz, Arkan, Feuer. Blitz, Arkan, Feuer ist echt nice. Alles unter Kontrolle. Blitz, Arkan, Feuer. Mach das mal. Weil da steht er nicht so drauf. Nein, ich bin tot. Hol mich wieder. Schnell, schnell, schnell. Hol mich wieder. Gut, gegen mich kann sie ja ruhig blitzen, was das Zeug hält. Oh, ich bin tot. 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 Das kann doch nicht sein, Leute. Ah. Eine Sekunde später hätte ich gehabt. Tja, Leute, das wird wohl leider wirklich nichts in dieser Folge. Dann halt den Spaß in der nächsten. Das heißt also immer eine failen, eine gewinnen, eine failen, eine gewinnen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Magica, bis dahin. Tschüss. Bye.